sehr, sehr schwierig, Internetsucht genau zu charakterisieren, da es einfach noch nicht genügend erforscht ist. Es ist auch noch keine offizielle Diagnose. Was wir aber versuchen, ist eben klassische Symptome generell aus der Suchtforschung, also wenn wir uns Alkoholismus anschauen, Nikotinabhängigkeit und andere ähnliche Formen der Sucht, dass wir die Symptome aus diesem Bereich eben versuchen, auf Internetsucht zu übertragen. Es wären zum Beispiel eine Toleranzentwicklung. Das heißt, wir sehen eine steigende Nutzung bei den Usern, um das gleiche Glücksmoment zu erfahren. Wenn Sie also heute eine Stunde online sein müssen, um zu sagen, boah, ist das toll, brauchen Sie morgen schon 2 Stunden, übermorgen vielleicht 3 Stunden. Was wir auch beobachten können, sind eben eine ständige gedankliche Beschäftigung, auch wenn die Menschen gerade nicht online sind. Und was wir auch beobachten können bei einigen Usern, ist tatsächlich so etwas wie Entzugssymptome. Das heißt, ich bin gerade nicht mehr online, ich bin also offline und denke die ganze Zeit, irgendwas fehlt. Ich würde am liebsten schon wieder meine E-Mails checken. Das sind ein paar Beispiele dafür, die zeigen, was wir unter Internetsucht eventuell verstehen können.